Okay, gut, na dann, warte mal, wenn wir jetzt das noch haben, nehmen wir uns jetzt hier in unsere Stoffrolle mit. Ist ja noch Platz da. Und dann geht's zurück nach Großmark. Und es ist erschöpft. So, wird doch langsam wieder dunkel. Oh, da muss ich hin. Fast in die falsche Richtung gefahren hier. Ich würde mal gerne wissen, was das für einen Preis hat irgendwie. Also, weil, ich sehe zwar, okay, wir überhitzen den Motor. Oh, nein, Mann. Aber was ich viel irritierender finde, ist, dass der Rand rot wird. Was eigentlich ein viel schlimmeres Zeichen ist. Das war viel Wahnsinn. Oh, wir haben nachhaltig Fischen gelesen. Und damit haben wir erstmal alle Bücher gelesen. Schade. Wir haben kein weiteres Buch zu lesen. So, und der Junge hat geschrieben, es ist ein passiver Buff, der hinzugefügt wird. Vielen Dank dafür. Sehr schön. So, könnte jetzt aber auch okay, gut. Die Leuchtturmwärterin will jetzt erst mit uns reden. Die Leuchtturmwärterin kommt aus dem dunklen Wald, wo die Stadt umgibt. Sie kommt auf die Docks. Und sie sieht irgendwie verwirrt aus. Hm. Oh, du bist es. Tja, wen hattest du erwartet? Deine Motoren klingen wie... Es tut mir leid, ich habe dein Boot mit dem meines alten Freundes verwechselt. Niedergeschlagen dreht sie sich um und geht zum Leuchtturm zurück. Oh, tut sie mir ein bisschen leid. So, warte mal, bevor ich hier weitergehe mit der Architektin. Jetzt habe ich zwei Forschungsteile, die ich verlieren kann. 26,3, das ist natürlich... Aber ich habe auch keine Kohle. Was machen wir nicht vor? Irgendwie, ich habe keine Kohle. Ich hab gar keine Kohle. Okay, warte mal, der nimmt drei Punkte, also der nimmt drei Plätze ein, der nimmt vier Plätze ein. Mmh. Ja, der ist halt schneller, ne? So was heute. Nehmen wir den. So, okay, zurück. Ist jetzt der Fischhändler wieder da? Ach, er ist wieder da. Na, gute Nacht. Oh, ich habe schreckliche Kopfschmerzen. Warst du gestern hier? Ja, war ich mit Top-Beute, Alter. Und du warst nicht da. Kann mich nicht erinnern. Was kann ich für dich tun? Na, jetzt gar nichts. Danke, Alter. Aber er ist erstmal wieder da. Das ist ja schon mal ganz gut. Trockenbock. Ja, ich weiß. Ich kann die Sachen auch einfach erstmal hier lassen. Okay, gut. Hier können wir jetzt erstmal das hinlegen. Das hinlegen. Für 100. Eine Verbesserung für 100. Modifiziert 2 Frachtplätze. Ja geil, dann habe ich 2 Plätze mehr. Sehr cool. So, warte mal. Was haben wir noch? Ja, nee, zurück. Angelplätze wären ganz geil. So, denn... Okay, hier brauchen wir auch den Stoff. Dann packe ich dich mal ins Lager. Was ist denn bitte? Ah, nee, ach Gott. Da war noch der mutierte Fisch drin. Und der ist jetzt zu totaler Fäulnis geworden. Ist Fäulnis etwas, was ich brauche? Oder kann ich es wegschmeißen? Weil so, sag mal, ich muss jetzt natürlich hier keinen Gammel Scheiß aufheben, ne? So, okay, dann Architektin. Du hast es geschafft. Nun, dann sollte ich wohl keine Zeit verlieren. Es muss weitergehen. Okay, cool. Ach, das ist ja cool. Alles klar, ne? Wir brauchen natürlich noch Platz für Architektin. Aber, dich legen wir mal hin. So. Leb wohl, Großmark. Ich verlasse dich. Ja, aber wir müssen erstmal zu Kleinmark, weil wir haben ja hier noch einen schönen Kelch gefunden. Oh, oh, halalalalala. Ich könnte jetzt natürlich nochmal probieren, ein paar Haie zu finden. Das wäre eine geile Kiste irgendwie. Wenn ich jetzt wieder Haie verkaufen könnte, aber jetzt zeigt die Architektin an Bord. Na, ah, die liegt so viel Platz weg.
So, oh, hoppala. Verkaufe 35 Tacken, naja, immerhin. So, müssen wir eine Etage tiefer legen. Willkommen, du hast ein, ja, ich hab was Interessantes gefunden. Oh, warte mal, trauernder Vater. Who are you? Hallo, alles in Ordnung? Weißt du etwas über die Schiffswrack in der Gegend? Nun, als mein einziger Sohn ist vor einigen Jahren auf See umgekommen. Er ist immer noch irgendwo da draußen. In einem dieser Wracks. Ganz allein. Im eisigen Wasser. Der Mann ringt sichtlich um Fassung. Auch sein ganzer Körper bebt vor Kummer. Ich habe mich gefragt. Mir ist aufgefallen, dass du an Bord deines Bootes eine Dredging-Ausrüstung hast. Wenn du vielleicht einige seiner persönlichen Sachen bergen könntest, mit einem Andenken an ihn könnte ich vielleicht wohl leichter Frieden wenden. Er trug eine Bronze-Gürtelschnalle mit einer speziellen Gravur. Ich würde es wohl überall erkennen. Wenn du die für mich findest, stünde ich tief in deiner Schuld. Kann ich dir sonst noch mit irgendetwas helfen? Na, was weißt du über die seltsamen Vorfälle? Ich gehe kaum mehr vor die Tür. Ich bekomme also nie viel mit. Aber ich kann mich noch in die letzten Tage des alten Bürgermeisters erinnern. Kein schöner Anblick. Brüllte herum, warf Saffen ins Meer. Wirf es zurück, schrie er wieder und wieder. Flehte jeden an, heulte es in den Wind. Heute kann ich ihn beinahe verstehen. Kann ich dir sonst noch mit irgendwas helfen? Ich sollte besser gehen. Okay. Einmal ablegen, bitte. So, hier vorne waren auch noch mal Bretter oder irgendwas, wa? Nee, hier. Jawoll. Wenn wir Glück haben, ist ja hier ein Forschungsteil dabei. It's a Brett. Brett Paid. It's a Nasser Brett Pit. Und das war's dann auch. So, schauen wir mal kurz, ob ich jetzt hier vorne einen Hai finde. Oh ja, 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 ja. Das wäre ja hart. Oh, noch. Special. Okay, warte mal, ich schau mal kurz. Wie kann ich den jetzt positionieren, dass ich eventuell das Brett noch mitnehmen kann? Das ist alles irgendwie Murks. Tja, dann muss ich leider jetzt hier die Architektin rausschmeißen. Tut mir leid, das geht nicht anders. Tun wir mal so. Ah nein, schade. Tja, geht leider nicht, geht leider nicht. Ich muss ein Einmalbrett hier lassen. Schade, aber so ist es. Könnt ihr jetzt natürlich auch die Architektin hier vorne auf den Felsen setzen, soll ich mal die so haben. Ne? Mitten in der Nacht. Bisschen Wasser. Ist ja auch schon 5 Uhr. Ist doch schon hell. Verändert sich eigentlich die Stadt? Nachdem wir hier en masse Kohle drin pumpen. Count Commander! Was ist denn da los? Grüßt euch! Na? Der Bürgermeister taucht vor dir auf den Docks auf. Sein Gesicht verschwimmt vor deinen Augen. Seine Worte gehen im Rauschen der Brandung unter. Geht es gut! Meine Gestalten! Nebel, ausruhen! Vorsicht! Albträume! Du stolperst an ihm vorbei in die Stadt. Fischhändler, jetzt 116 Dinger für den Hai. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich da, Yitiko. Das ist doch mein Preis. Auf zur Schiffsbauerin und her mit der Angel. Nein, kann doch nicht genug. Ach, verdammte Axt, ey. So ein Shit. Gruß? Gruß ist aber auch schön. Begrüßung? So, na gut, okay, dann werfen wir jetzt erstmal die Architektin da drüben ab. Die nimmt mir hier auch 6 Plätze weg an Bord, so, das ist ja hier kein Kreuzfahrtschiff.
Was ist denn das? Was ist denn das? Ich muss weg. Puh. Schweinehaut? Ah. Es ist direkt hinter mir, oder? Ja! Oh! Okay. Das ist bestimmt, weil ich langsam wahnsinnig werde. Ja. Macht das Ecke. Ah! Macht das Ecke auch Schaden, wenn ich hier vor Ort. Vor Anker liege? Oh, Schweinehaut, Alter. Mein lieber Herr Gesangverein. Ja, das sollte genügen. Ich danke dir. Gib mir ein bisschen Zeit, bis ich hier alles aufgebaut habe. Dann bist du jederzeit willkommen. Sie greift in ihre Werkzeugkiste und holt eine Handvoll Teile heraus. Nimm die hier. Yay! Dankeschön. Dankeschön. Oh, ich muss ja nicht lesen. Egal. Yes. So, war nochmal bei Motoren. Oh, hurra. Okay, wir können den Forschung abgeschlossen. Der Zwillingspropellermotor ist jetzt im Handel erhältlich. Wir werden nicht wissen, wie teuer der ist. So, bei der Angel. Also die ist natürlich... Oh Gott, ich die ist natürlich total geil hier, ne? Aber für die müsste ich, glaube ich, erstmal die Bienen freischalten, um die zu bekommen. Na gut. What else? Okay, Mangroven, Küstennähe, vulkanisch Flachwasser. Das ist eigentlich die Latte, wa? Irgendwie, die kann er ja alle. Das ist eigentlich die, die wir haben wollen. Dann nehmen wir die Bienen hier und dann machen wir das. So. Okay. Was ist denn jetzt hier die Mission? What is the mission? Finde die Gürtelschnalle in der Nähe von Kleinmark. Okay, alles klar. Was sind das für Vögel? Wieso hören die sich so komisch an? So, okay. In der Nähe von Kleinmark. Liegt ein Schiff auf kühlem Grund. Und der tote Sohn hat Wasser im Mund. So, okay, schauen wir mal. Ach so, siehst du, hier wollten wir ja noch... Warte mal, hier wollten wir die Fische. Hier ist noch die Sache mit den Fischen. Warte mal, sind das vielleicht... Nee, das sind Flundern. Wo finde ich denn jetzt hier so eine Buckelsprätzlinge? Oder wie auch immer heißen. Gucken wir mal, ob das vielleicht... Sind die das? Nee, das sind Makrelen. Die will ich nicht. Hier war noch ein Brett. Das könnte ich eigentlich noch mitnehmen, ne? Das hatte ich ja vorhin hier gelassen. So, ja. Sieh hinein und hier haben wir noch... The Bread. Mitgenommen. Wunderbar. Nicht verkommen lassen. Hier vorne, was haben wir hier? What is this? Ah so, das sind die Aale, ne? Nee, immer noch nicht. Flachwasser. Kann hier immer noch in Flachwasser... So, mal kurz auf die Karte geschaut. Hinter Kleinmark. Ich bin hinter Großmark. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Denn auf nach Kleinmark. Du. So, was ist das hier? Wo ist das? Oh, Stahl. Metallschrott. So, dann könnte ich ja wahrscheinlich auch mal so ein bisschen... Mann, das ist auch alle bescheiden hier bei mir aus, Alter. Wie das hier stapelt ist. Ist nicht gut. Aber egal, wie ich es mache, ich würde jetzt hier keinen Zweier noch hinkriegen. Ich bin das jetzt eh voll, aber... Also eh leer, aber... Naja, gut. Okay, ich gebe mal erstmal kurz meine Bauteile drin ab. Hey. Geht nicht. Weil theoretisch könnte ich so, ja, glaube ich, jetzt schon wieder ein Motorteil bauen, ne? Und wie? Eine Erweiterung? Kann das sein? Die Bauteile habe ich auf jeden Fall. Wir schauen mal kurz ins Trockendock. Jawohl. Ja. 95 haben wir. Zwei Angelplätze mehr. Licht. That's it. Okay. Alles klar.
So, Schiffsbauerin, du meine... Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn da? Halogenscheinwerfer. Ich hatte doch... Moment mal. Ich hatte doch... Ach nein, hatte ich nicht. Ja, schön. Die habe ich jetzt gekauft, ohne die einbauen zu können. Das ist mal richtig doof gerade gewesen. Ach, Mist. Na gut, egal. Beim nächsten Mal. So, wir könnten jetzt versuchen, den Schatz zu bergen. Also quasi halt die Gürtelschnalle zu holen hinter Kleinmark. Oh, da hinten dieses Boot. Schon wieder die Augen Saurons. Scheiße. Oh. Also sag, was du willst. Diese Boote finde ich sowas von unheimlich da. So, immer schön hier an Ufernähe bleiben. Und irgendwo dahinter wartet doch, oder? Ja. Hallo? Hier. Okay, es ist ein Schatzstück. Oh, 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 Alter. Und wir haben die Gürtelschnalle. Schön. Nice. So, was gibt's da noch hier Schönes? Metall. Die nehme ich natürlich ebenfalls mit. Brauchen wir alles. Alles. Was ist das? Warum? Achso, ist der Stein um mich rum. Wundere mich gerade, was ist das hier vorne? Plötzlich. Ich bin wirklich gespannt, ob wir es echt schaffen, irgendwie das ohne Schlafen gehen durchzukriegen. Irgendwie. Das wäre schon krass. Kann man das überhaupt schaffen? Na, ich würde es wirklich feiern. Ah, cool. Forschungsteil bekommen. So, ein Stück Stoff. Noch ein Stück Stoff. Und... Das ist ausgestopft. Vorne ist noch was. Oh, ein Schatz. Okay, wir müssen ja sowieso zu dem trauernden Mann. Da können wir natürlich den Schatz abgeben. Das ist natürlich perfekt von der Location. Eine Kette. Okay. Wunderbar. Na denn, auf nach. Nach hier. So, zack. Kann ein Bohrt. Händler erstmal. Für 57? Ich habe 57 dafür bekommen. Ist ja eine Frechheit. Ist ja eine Frechheit. Trauernder Vater. Hallo, alles in Ordnung? Wegen dieser Gürtelschnalle. Dem Mann die Gürtelschnalle geben. Ja. Du gibst die Gürtelschnalle dem Mann. Das ist wirklich seine. Oh, ich danke dir. Du hast sie mir zurückgebracht. Bitte, nimm dies. Ich habe kein Geld, um dich zu bezahlen, aber das hier könnte wertvoll für dich sein. Nimm weg. Danke dir. Kann ich dir sonst noch mit irgendwas helfen? Ich sollte besser gehen. So, hat der Dockarbeiter noch irgendwas? Okay. Übernimmst du auch Lieferungen zur Schwarzfelseninsel? Diese alte Ruine? Achso, ja, alte Ruine. Das bezweifle ich. Na mal sehen. Er blättert in einem großen Buch. Es scheint eine Liste mit Ladungsverzeichnissen zu sein. Das habe ich mir gedacht. Es gibt nicht einmal eine Lieferadresse. Soweit ich weiß, lebt auch niemand. Was kann ich noch für dich tun? Weißt du etwas über Schiffswracks in dieser Gegend? Ein paar haben sich in den östlichen Teilen der Insel gewagt. Die dürften jetzt alle auf den Grund des Meeres vor sich hin verrotten. Die Boote dieser armen Seelen zerschellen im Nebel an den Felsen. Dort gibt es einen toten Winkel. Wenn man den aus dem Leuchtturm nicht sehen kann.
Was kann ich denn für dich tun? Du weißt, dass das über die seltsamen Vorfälle. Vor vielen Jahren habe ich in der Kneipe eine Geschichte gehört. Klang ziemlich hochsträubend. Vor etwa 20 Jahren sollen Fische aus der Gegend eine verschollene Truhe am Meeresgrund geborgen haben. Sie hebelte sie auf und nahmen sich, was drin war. In dieser Nacht zog zum ersten Mal der Nebel auf. Und seitdem hüllt er das Meer jede Nacht ein. Was in dieser verfluchten Truhe war, weiß niemand. Aber alle, die hineingesehen haben, wurden verrückt. Oder Schlimmeres. Truhe und Mannschaft sind daraufhin spurlos verschwunden. Doch der Nebel blieb zurück. Verrückt, was? Was kann ich noch für dich tun? Na, wie ist es so, an den Docks zu arbeiten? So, wechsel auf wie das Wetter. Ha! An den meisten Tagen ist es ziemlich ruhig. Die Bezahlung ist nicht besonders, aber die Arbeit ist einfach, das passt mir gut. Es ist schön, die frische Brise genießen zu können, ohne aufs Wasser zu müssen. Ist schon gut, aber ich wollte da nicht jeden Tag raus. Was kann ich für dich tun? Ich sollte gehen. Schön. So, wie sieht denn jetzt mal... Oh Gott, bin ich voll. Gut, okay, dann bringt das erstmal schnell nach Großmark und dann, Freunde, dann holen wir uns jetzt hier mal ein paar Haie. Weil wir brauchen Kohle. Cash. Schmotte, Zaster, Penunzen, Knete. Mücken. Kies. und so weiter. So, okay. Zack. Und Trockenlock. Und zwar hier. Ich brauche noch kein Holz. So Mist. Hier brauche ich zweimal Stoff. Wunderbar. Ein Minimum. Zwombos. kann ich noch gar nichts machen. Schade. Schade. Lager. Dann packe ich die erstmal ins Lager. Kann ich... Nee. Lass ich mal alles so erstmal. So, geh raus. Und jetzt wird hier angelt. Jetzt wird hier geangelt, Freunde. Jetzt holen wir uns die Haie. Do we need a bigger boat? So, es passt mir ganz gut. Es wird nämlich gerade dunkel. Dann wird wieder Jagd auf mich gemacht hier. So. 1, 2, 3. Da haben wir einen. Jee, was ist das für ein Biest, Alter? Bluthai. Bluthauthai. Oh. Sehnen und Bänder überziehen die Flossen dieses blutigen Jägers. Die machtvollen Kiefer sind mit offenliegenden Muskelsträngen umspannt. Yikes. What? Na, echt jetzt? Oh, das darf doch nicht wahr sein, Alter. No. Ich kann hier noch nicht mal irgendwas umpacken, oder? Warte mal, kann ich den irgendwie anders... Doch, jetzt müsste gehen. So. Holy moly. So. Mich würde noch mal interessieren, sag mal, ab wann verderben die Fische? Oh, was haben wir hier vorne? Gewitter. Ah, schöne Mutation, wunderbar. Und Tschüssikowski. Mutationen bringen immer mehr Kohle, von daher nehme ich. So, was haben wir hier noch? Oh, 2 Gramm, komm, nehmen wir noch mal mit. Bumm, fertig. Ich glaube, den Korb muss ich gut wieder reparieren, dann, bevor er überhaupt was bringt. Aber noch nicht. So, Fischhändler, komm. 373, jawoll! Nein! Nein, Alter, nein! Es fehlen mir wirklich 2 Dollar! Das darf doch nicht wahr sein. Für die gute Angel. So, aber wir können erstmal die neuen Dinger setzen. Alles klar, hier und da. Wunderbar. Jetzt geht's nochmal hinaus. Schau doch nochmal in deine Krabbenkiste. Benötigt Reparatur, ja. Soll ich die mitnehmen? Ich nehme die mal mit.
Aber kostet halt jedes Mal irgendwie, was, 100 oder was? Reparatur? Das fing schon ziemlich heftig. Oh, neue Trophäe. 32,90 lang das Ding. So, Platz ist leer gefangen. So, ich freue mich schon, wenn ich die neue Lampe einbauen kann. Das würde ich gut finden. Oh, da ist das Schiff wieder. Ich weiß, ich hab schon mal erwähnt, dass ich das Schiff sehr unheimlich finde, aber es findet wirklich sehr unheimlich. Eieieiei. Und ich brauche eine bessere Lampe. So, hier ist doch ziemlich irgendwas zum. Ist hier nichts mehr irgendwie zum Angeln? Was ist denn los hier? Ob das Menschen sind oder. Wie im Mebiki überhaupt ein Zeichen? Egal. Oh. Alter, wie viel hebt das von diesen Anglerfischen? Oder bilde ich mir nicht bloß ein? Sind die nur in meinem Kopf? Bin ja halt echt ein Problem. So, soweit ich weiß, war da hinten doch noch. Was ist denn das? Oh! Alter! Was? Bitte, was war? Hallo? Ich glaube, ich spinne! Voll der weiße Hai! Warte mal, wie sieht's? Oh, alles kaputt. Alles kaputt. Ja, das ist natürlich, sind alle die Folgen des Schlafmangels, ne? Verfatzt euch! Dadurch kommt es natürlich dann zu solchen Übergriffen. Ne? Was aber natürlich halt, finde ich, für den Kanal halt viel cooler ist und ein bisschen spannender. Anstatt hier ständig, oh ne, ich muss jetzt mal schlafen. 75 Dinger, ey. So wird das hier nicht. Verdammt. So, jetzt so ein paar schöne Haie. Das würde ich gut finden. Da würde ich mich freuen drüber jetzt. So, warte mal, hinten war noch was. Kurz vor Stahlspitz. Eigentlich ist auch schon, die Tage sind doch schon um, ne? Vielleicht hat die Architektin jetzt mal langsam hier eine Belohnung für uns. Oder haben wir die schon bekommen? Hat die uns ein Buch gegeben? Ach nee, die hat uns die Forschungsteile gegeben, war es. Wie? Ich muss weg, Alter. Rumpf beschädigt. Ist ja super, ey. Ständig. Oh, Mann. Alter. Ja, es macht sich bemerkbar, nicht zu schlafen. Es macht sich bemerkbar. So, Frau Architektin, das Haus steht, wie ich sehe. Hey, danke, dass du mir hilfst, wegzuziehen. Ich habe es geschafft, mich hier einzurichten. Wunderbar. Das habe ich beim Auspacken gefunden. Nimm du es doch, bitte. Oh, Grundwissen der Ingenieure, für Ingenieure. Sie gibt dir ein Buch. Der Einband ist staubig, sonst ist es in sehr guten Zustand. Wenn du hier andockt oder etwas lagern willst, dann komm zu mir. Cool. Ah, schön. Jetzt kann ich bei ihr lagern. Wunderbar. Oh, das ist. Und gleich hier wieder ein Knaller gekriegt hier von dem Teufelsfisch. So, Grundwissen der Ingenieure. Müssen wir natürlich erstmal lesen. Okay. Ich brauche ja noch Bretter. Für die große Lampe. Vielleicht wird mit einer größeren Lampe alles besser. Vielleicht wird er nicht so häufig angegriffen. Oh, was ist da vorne? Und da ist eine Holzhütte. Oh, Haie, Alter. Schönes Ding. Hier sagen wir nochmal Hallo. Ach, zeig den Korb bei. Mm. Ja, ist natürlich nicht so cool. Warte mal. Das
So, kann ich den hier irgendwie ein bisschen besser hinpacken? Jetzt kriegt den anderen nicht hin. Guck mal ganz kurz. Oh, der ist besser. Oh, ich werde irre. Nein. Das mit dir noch wegschmeißen, das ist doch nicht fair. Das ist halt nicht fair. So, da vorne sind Bretter, das ist schon mal sehr gut. Oh. Ich bin gerettet! Oh, wie soll ich mich freuen, dich zu sehen? Was passiert? Du siehst furchtbar aus, alles in Ordnung? Ich wurde hier an Land gespült. Du musst jetzt ungefähr 2 Wochen hier alt sein. Ja, wir fuhren über raue See und als deutlich eine Welle traf, ging ich über Bord. Ich dachte, dass meine Mannschaft nach mir suchen würde, aber deins ist das erste Schiff, das ich hier sehe. Haben die Jungs dich geschickt, um nach mir zu suchen? Ja, klar. Freue mich, das zu hören. Ich dachte, die Mistkerle würden mit meinem Boot schon über alle Berge sein. Könntest du mich nach klein machen bringen, Fremder? Dort könnte ich wieder zu ihnen stoßen, wenn sie das nächste Mal anlegen. Ja, ich nehme dich mit nach Kleinmark. Personenbeförderung finde ich schon ein bisschen witzig. Der Schiffbrüche hier klettert an Bord. Ach, das ist ein SOS-Zeichen. SOS, das erkenne ich erstmal. So, warte mal, das Rätschig hier nochmal schnell aus dem Wasser, weil das ist Holz. Das ist natürlich sehr geil, das brauche ich. Okay. Muss mich tatsächlich sputen, bevor mir der schöne Hai da oben schlecht wird. So. Auf nach. Ich fahr jetzt trotzdem erstmal nach Großmark. Boah. Irgendwie hat das so das Gefühl für mich, irgendwie, als wenn es mir jedes Mal, wenn ich es benutze, ein Stück meiner Seele raubt. Ich arm Fischer. Oh. So, also, okay, ich könnte jetzt erstmal kurz an Kleinmark randüsen irgendwie, aber ich will tatsächlich nicht, dass der Fisch gammelig wird. Deshalb. Schleunigst zum. Schleunigst zum Fischhändler. So, für den Maximum Profit. Der ist noch frisch. Sehr schön. 237. Na, so muss das laufen, Freunde. So muss das laufen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Die kommt dahin. Und jetzt könnte ich nämlich die freischalten. Das ist eigentlich die, die kamen will. Dafür bräuchte ich 4 so eine Forschungsteile. 4 Stück. Okay, wollen wir erstmal kurz ins Trockendock und hier war die Lampe. Die Lampe, jawohl. Für 50 nehmen wir natürlich den Scheinwerferplatz und können jetzt bei der Schiffsbauerin die Lampe uns verbauen lassen. Und damit haben wir jetzt mehr Licht. Das ist geil. So, reparieren 30 Dinger, Alter. Hoppala. Haben wir. Sehr schön. Also könnte mir jetzt... Ah, das ist schon... So, okay. Jetzt hat er natürlich den... Okay, den einfachen Krabbenkorb hat es auch gleich repariert. Das ist ganz cool. Ich schmeiße mal hier vorne gleich wieder ins Wasser. Ich bin eigentlich nicht gewillt, jetzt für den Preis das jetzt zu bezahlen. Irgendwie, wenn ich gleich tatsächlich die wesentlich bessere Angel bekommen könnte. Aber der Motor, hallo Alter, der Motor lacht mich an. 36 Knoten. Jetzt mache ich gerade mal 24. 25. Der ist merklich. Irgendwie, der wäre merklich. Wann wäre denn der nächste... Der nächste Perk wäre hier. Nee, das wären die Motorteile. Hier müssen wir ja hin. Und zu Motoren. Der würde 52 Knoten machen, Alter. 52 Dinger, das ist natürlich Hammer. Würde ich vielleicht erstmal kurz auf den sparen.
Oder was würdet ihr sagen? Der nächste Passagier wird im... Ja! Das ist Grundregel hier bei mir an Bord. Hier wird jeder flach gelegt. Auch wenn es zahnlose alte Penner sind. Oh, das ist so ziemlich alles falsch an diesem Satz. Okay, nehmen wir mal erstmal den alten Mann da drüben ab. Der freut sich. So. Welcome to Kleinmark. Der süße Gestank der Zivilisation. Ich dachte nicht, dass ich das nochmal vermissen würde. Er wendet sich zu dir. Für jemanden, der gerade gerettet wurde, ist er ziemlich schlecht aufgelegt. Ich habe nicht viel bei mir, wie du dir vorstellen kannst. Und dieses Ding ist für mich nicht viel mehr wert. Aber vielleicht ja für dich. Er zieht einen Siegelring mit einem Finger der linken Hand und gibt ihn dir von der linken Hand. Er kapselt mit Lesen, ist halt richtig kacke, ey. Er ist mit dem Symbol eines Steuerrades verziert. Ja damit, Dankeschön. Auf zu neuen Horizonten, mein Freund. Leb wohl. Mach's gut. 90. Das natürlich, das ist ein guter Preis. Das ist ein guter Preis. So, okay, alles klar. Haben die anderen noch was zu sagen? Alles in Ordnung? Nein. Hat nichts zu sagen. Und gut, okay, ansonsten würde wahrscheinlich da halt auch so ein Sternchen daneben stehen. Dieses Boot da hinten. Ist das jetzt merklich heller? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ja? So. So, okay. 3 Meter. Viele Krabben. Aus damit. Was? So, okay. Lass mich mal kurz auf die Missionsliste schauen. Suche nach den Relikten. Das ist jetzt die einzige aktive Quest. Und die bringt uns relativ weit weg. Ziemlich weit weg sogar. Okay. Lass uns mal schauen. Nach Sturmklippen. Ach du Schande, Alter. Tja, aber das bringt ja alles nichts. Das bringt ja alles nichts. Wir müssen ja. So, na denn. Oh, aber vielleicht holen wir uns noch ein bisschen finanziellen Proviant unterwegs. Oh, was ist denn das? Schwarzspitzenhai. Jetzt krieg ich ja schon wieder den nächsten Hai nicht hin, Alter. Ich kann echt nur einen Hai fangen? Das darf doch nicht wahr sein, ey. Ich habe keinen Platz. Ich brauche mehr Frachtraum. So, naja, das frisst natürlich Zeit jetzt hier, ne? Tut mir jetzt leid, dass ich jetzt hier so ein bisschen hin und her eiern muss. So, hier vorne nehme ich natürlich noch ein paar Flunder mit. Geht das überhaupt? Nein. Geht natürlich nicht. Oh! Ey, ist nicht dein Ernst, Alter. Ist nicht dein Ernst. Der hat mir jetzt den Hai infiziert? Verkaufe ich trotzdem. Mal gucken, ob er den nimmt. Oh, das ist doch eine Sauerei. Jetzt nimmt er nur noch 42 dafür. So eine Krawatte kriegst du. So eine Krawatte. Na toll, ey. Wo kommen denn diese Viecher her? Naja, was heißt, wo sie herkommen, ne? Das ist halt wegen dem Schlafentzug. Da haben wir uns das Spiel jetzt hier ein bisschen schwerer gemacht dadurch. So, okay. Na, das düsen mal los. So, ist welche Richtung, ne? Ach Gott, ist das weit weg, Alter. So, was haben wir hier? Kann ich die fangen? Moment mal. Eins würde ich kurz mal testen wollen. Und zwar, wir hatten ja diesen Schrein gefunden, wo wir die Fische irgendwie drin machen können. Ihr erinnert euch? Und das waren alle so gekrümmten Fische. Und das waren genau diese. Kabeljau. So. Die würde ich tatsächlich mal gerne... Jojo! Coca-Cola! Hi Jojo, schön, dass du da bist. Und wir haben Grundwissen der Ingenieure haben wir gelernt.
Oh, und ein Säbelzahnkabeljau. Na bitte. So, mal schauen, ob das reicht. Ich hoffe schon. Der war hier hinten um die Ecke, ne? Ich fahre mal am besten hier durch die kleine Bucht durch. Ah ja, eine Abkürzung. Coca-Cola Light. Grüß euch. Frische Dusche zurück aus dem Mittelalter. Und war schön, Jojo? Hat Spaß gemacht? Was war das Highlight? Auf dem Mittelalterfest. Coca-Cola normal. War echt nice. Ja, du Bruder, wenn du eins magst, dann ist es ja dahin, aber zum Detail. Fiedler's Green, ah, okay. Schön. So, waren wir da vorne? Wo war der? War der hier? Nee, der war hier, ne? Ja, da vorne ist er. Jetzt kommen wir ein bisschen zunder hier. Nee, das ist er nicht. Was ist das jetzt hier? Der Stein summt leise und lässt die dich umgebende Luft vibrieren. Auf seiner Oberfläche kratzen zarte Formen, flackern zarte Formen, die verschwinden, sobald du sie näher betrachten willst. Leg deine Hand auf den Stein. Der kalte Stein reagiert nicht auf deine Berührung. Okay. Schade. Wo ist der? Ach, da vorne ist der Stein. Oh, ich hab sogar extra für euch Mehl getrunken. Hat sogar geschmeckt. Sehr geil. Schön, Jojo. Freut mich. Schön zum Alkohol verführt. Nach dem dritten Becher. Das ist meistens so. So, okay, dann lass uns nochmal schauen. Eine Felsplatte ragt aus dem Wasser. Trick, primitive Symbole. So, denn lass uns hier mal ein paar Fische reinpacken. Eine Welle spürt über die Fische hinweg und trägt sie davon. Als das Wasser zurückweicht, siehst du, dass etwas am Felsen hängen geblieben ist. Eine Sehnenrolle. Oh, eine Handrolle, die mit dehnbarer Sehne umwickelt ist. Ein Ende mit einem großen Knochenhaken verbunden. Das ist aber schön. Das ist aber toll. Ja, danke. Nehm ich. Schön. Okay, alles klar. Cool, haben wir den ersten Schrein gelöst. Wunderbar. So, ich fahr mal hier kurz rein. Kann ich angeln. Nicht kann ich hier angeln. So. Ja, leider nicht, weil ich hier. Ich hab keinen freien Slot. Ich hab leider keinen freien Slot. So, okay, dann nehme ich noch die anderen wie den Fisch ab. Einer davon ist ja mutiert, müsste ja zu denen. Doch, da war Platz. Wo denn? Warte mal, gib mal kurz den Fisch ab. Nicht, dass der mir verrottet. Ah, okay, jetzt sehe ich, was du meinst. Okay. Ah, sehr schön. Jetzt können wir natürlich auch Flachwasser fischen damit. Das ist natürlich cool. Bis wir die große haben. Das ist sehr schön. Gut gesehen, Jojo. Jojo. Herr Junge, vielen, vielen herzlichen Dank. Was war das gerade? Achso. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst, jetzt irgendwie das jetzt. Ach Gott, ich höre. Nee, tu doch nicht. So, warte mal, wo muss ich hin? Da muss ich hin. Oh, yeah. Jetzt einfach so nachts aufs offene Meer raus. Das ist doch so eine bescheuerte Idee. Ja, das ist so richtig doof. Aber egal, komm.